Ja, grüß den Gönner! So, Burschen, um was geht's heute? Was ist heute der Fall? Warum sitzen wir da? Ich sehe da einen Haufen neue Teile. Wie schaut's aus? Was gibt's da zum Feiern? Hat wer Geschenke gekriegt? Hat wer Geburtstag gehabt? Von Banner? Das Jahr 23 Stadtteil mit vollen 20 Bs. Okay. Drei Rennen stehen an. Da können für drei Rennen ein neuer Motor her. Okay. Und du hast da ein Italkit-Kunde. Wie schaut's aus? Ich sehe da der Rand 70 Kubik. Was ist da passiert in der Zwischenzeit? Nichts mehr mit Italkit. Ja, Italkit nach 10 Jahren gehört es einmal weg und was Neues probiert. Ja, du warst von Anfang an Italkit-Kunde eigentlich. Hat es auch Rennen gegeben auf der Range, wo du nicht mit Italkit gefahren bist? Ja, das erste Rennen war ein DMB-Zylinder. Okay. Was hat dich dann jetzt dazu gebracht, dass du da umsteigst? Ja, eigentlich der ärgste Erzrivale, der Buffalo Wings. Ja. Hat dann der runde Zylinder und ich will, dass er ordentlich aus der Wäsche schaut, solange er noch nichts weiß, wenn okay. Er das einmal sieht. Ist ein Geheimnis also? Ja. Okay, wann sollst du sein? Der Evaldo Holz hat uns da ziemlich reingeredet. Ja. Und die brauchen mal eine gescheite Abreibung. Okay, das heißt, dein letzter Motor MBR, warst du zufrieden damit? Ja, ich war schon immer zufrieden. Ich meine sicher, für die Leistung, was er noch gehabt hat, für das Geld, war ein bisschen traurig, aber ja. Ich war zufrieden. Okay, aber es bricht eine neue Zeitrechnung an. Dax Factory, ich sehe da bei dir nicht viel anders, der Adaranda. Warum bist du umgestiegen? Oder warum steigst du um? Ich brauche einen guten zweiten Motor. Ja. Ein bisschen mal schauen, was die anderen an Leistung zu bieten haben. Bin mit meinem Zeichmotor recht zufrieden. Aber es ist immer gut, wenn man einen zweiten. Okay, das heißt, das wird der Ersatz oder was für ein Zeichmotor? Das wird einmal zum Testen. Der okay. Wird einmal schauen, was da der Unterschied ist. Ob er überhaupt der Unterschied ist, ob er mehr Leistung hat oder schwächer ist. Ja. Ja, das werden wir dann mal rausfinden. Okay, mit was fangen wir an? Besten beim Banner 46? Ja, das Herzstück von dem Ganzen ist immer eh die Gehäuse. Da kommt das Ganze eine verfrucht, eine gebohrtet, eine geschliffen. Ja. Probieren der Tag eigentlich das gleiche Gehäuse, dass das der Buffalo sieht, wie das dann ausschaut, wie das kehren soll. Nicht so ein normales Original Sogfelds Gehäuse vom Sperrmüll. Okay. Du musst halt da voll investieren, Buffalo, nicht nur so schwach, gell? Ja. Das Edi-Gehäuse, was ist das genau, Tag Spector? Kannst du uns das erklären? Edi-Gehäuse, was soll ich dazu sagen? Wo stammt das hat an? Was Ständer, ist das? Was macht das? Das ist nichts anderes. Nein, Schweizer Fabrikat ist das. Hat ein paar Einzelheiten. Das Wichtigste eigentlich fuhren, dass man gescheite Dichtflächen hat und dass man da ja, Platz hat für Überströmer, dass man die schön groß anlegen kann und zusätzlichen. Sonst ist es eigentlich nicht viel Unterschied. Ein paar Kühlrippen sind unten da drauf. Der Rest ist gleich. Der Reis. Okay. Ich hab's da aber schon den Membraneinlass drauf, gell? Was ist da los genau beim Banner 46? Erklären Sie ja, das. Der Membraneinlass ist für das da, für den GME. Wenn man schaut, da bei diesem Ronda-Zylinder kann man nirgends einlassen. Okay. Ja, und wo hast du das her oder wie geht das? Was ist da? Ja, das Gehäuse hat uns ein super teurer Kollege aus dem Internet gemacht. Name unbekannt, ich hoffe, er sieht das wieder nicht und brennt uns auch nicht auf. Ja. Und der hat uns das super da reingeschliffen, der Dax Factory hat das dann auch so gemacht. Buffalo Wings, du hast das wieder irgendwo zusammenschleifen lassen. Füllig. Im Sperrmüll. Und das kriegt man dann so, als heißt, auf viel haben kann man sowas erwärmen, gell? Ja. Seid ihr mit der Qualität von dem ganzen Motor echt zufrieden? Sagt mal, was sind eure Meinungen? Auf jeden Fall. Ja. Ich bin fein, brauchst du sonst nichts erwarten. Ja, also Adi Motorkai ist perfekt, kann man jedem empfehlen. Glaube ich schon. Ja. Wenn du was Gräberes aufbauen willst, schon. Wenn du bevor du vorhin nicht was umeinander kitzt, pickst, schwast, also kitten und picken ist noch okay. Aber wenn du da anfängst, ist schwassen, dann ist gleich dadurch, bevor du auf Adi Kai so. Okay. Und kann man kaufen und sofort nehmen und verwenden, oder wie? Plug and Play. Nein, Plug and Play ist nicht. Plug and Play, es ist nicht ausgespindelt für ein Ding.
für einen Gelatone oder was, war jetzt nicht ausgespindelt. Okay. Allgemein glaube ich, das ist auch nicht. Nein, kannst du nicht sagen, ich habe es nicht ausprobiert gehabt, aber ich glaube, es ist nicht ausgespindelt, du kriegst einen Gelatone nicht rein. Ja. Diese direkte Omen mit den, wie heißt das, Dachs. Überströmer musst du auch selber machen. Ja. Und im GME-Einlass musst du auch selber auffräsen, wenn du das Gehäuse so kaufst, Knockout, ja. Okay. Das habe ich ein paar Hunderter draufgelegt und habe es von den deinen Kollegen aus dem Internet gleich selber wie es gehört gekauft. Okay, wie geht's weiter? Was habt ihr noch verbaut? Das heißt, beim Banner, du hast schon gesagt, der Ronda 70 Kubik. Ronda 70 Kubik Zylinder. Ja. Ist aus der, wo? Holland? Hollande. Potsdamme. Ja, schnellste Zylinder, was gibt am Markt, oder was? 30 Überströmer, 20 Busports. Okay. Sehr gut. So, der Kolben, da kommen wir von Kurbelwellen drauf, gell? Was für Kurbelwellen verwendet ihr? Kurbelwellen haben wir eine gemeinsam. Ja. Die drei machen es. Beide RITO, oder? Einer der linke, einer der rechte. Ja. RITO. RITO. Ja. Haben wir die schon mal verwendet, wo? Nur. Kann man die weiterempfehlen? Nur. Verlässliche Qualität. Ja. Was verwendet ihr am liebsten? Swing, so. DMP 2.0 oder 1.0 oder RITO oder Top Racing oder was gibt's da so? Was sind eure Erfahrungen, was jetzt da die Leute mit am Weg geben könnt? Die besten, billigsten Hauptböne ist die 2.0er DMB. Ja. Das jetzt einmal empfehlen und die RITO. Ja. Und beide habt ihr euch jetzt für die RITO entschieden, oder was? Ja, weil es blau ist. Okay, weil es blau ist. beim Banner 46 geht es ja wohl mal gleich. Okay, beim Banner apropos blau. In welcher Gefährt kommt das bei dir rein? Ja, ins Blaue. Okay, die blaue Glossmaxi. Ja. Okay, beim Dax Factory, wo kommt das bei dir rein? Bei mir kommt es in die Rode rein. Also muss ich mal schauen, ob ich es umlaxieren kann. Okay. Ja. Passt. War bei mir. Was ist noch so im Motor drinnen? Wir haben da Getrieberadl. Ja, das Getriebe ist das alt bewährte MBR-Getriebe. Ja. Kann man immer noch sagen, dass das Beste ist am Markt, oder? Ich glaube schon, mit der Kasreiben. Wir haben jetzt als zweites der Buffalo. Hat wieder mal ein wenig billiger einkauft. Aber das werden wir testen. Bin ich schon gespannt, wie sich das bei einfach. Aber fast so aus, glaube ich. Aber sonst, ja, muss man schon sagen, das Getriebe von MBR ist ja, eins von den besten. Ja. Kupplungskorb und Kupplung, was ich da verwende, ja, weiß ich. Von MBR. Die sogenannte Lochbearbeitung. Ja, die Käsereiben, sagen wir immer dazu, gell? Mit der KTM-Kupplung. Ja. Alter noch, die Neichen sind ein Scheißtrick. Okay. Der geht noch. Dings muss uns da haben, Matikofen. Ja. Baut was Gescheites. Alt bewährt. Okay, Dax Factory, bei dir auch dieselbe Kupplung oder hast du vielleicht eine Alternative, eine gute dazu? Die Kupplung ist nur Reserve. Eine kommen wird von einem anderen Motor, vom Two-Stroke-Parts, vom Kenny Buxer, die Kupplung. Ja. Und die geht. Nochmal spur besser. Kannst du super fein einstellen. Ja, und das macht's aus bei der Kupplung. Okay. Was haben wir zündungstechnisch bei euch zwei? Ich habe mir wieder entschieden, BVL, Standard-Qualität. Ja. Aber diesmal mit einer frei programmierbaren CD-Einheit. Ja. Da werden wir sehr wenig spülen. Da hoffe ich noch, dass wir auf einem Prüfstand auf einen guten kennen. Aber ich habe schon gemerkt, Freiheit und freiheitliche Parteien sind eigentlich sehr wichtig. Deshalb wieder eine frei programmierbare Zündung. Ich sage nur, ich habe ein blaues Kabel und ein grünes. Okay. Und ein schwarzes und ein rotes. Also ich bin da ziemlich ausgeglichen. Okay, von Banner 46, was sagst du dazu? Ich habe eine blaue Kabel. Und einen grünen Pullover dafür. Nein. Okay, ein bisschen was muss man tun für den Umweltschutz. genau, dann haben wir der viel umsprochene, bald bekannte, altbewährte. Ja, weißt du, ich würde den nicht nehmen und einstampfen. Sehr gut. Was verwendet ihr also für einen Anreißer? Axtektere Qualität, garantierte Qualität. So, jeder, der was gegen den Anreißer was sagt, ist ein ländiges. Na, geht sich bei mir melden. Ja, weiter noch? Hebe. Okay, und was machst du mit einer? Ist die Frage.
Ja, das Ganze endet mit dem Kopf auch noch, ne? Ja, sicher, den Kopf haben wir noch gar nicht hergezeigt. Schaut brutal aus, schaut gar nicht mehr aus wie ein Maxi-Kopf eigentlich, gell? Was sagst du da dazu? Das ist auch darunter. Ja. Was gleich direkt reinfährt, alles fix fertig, Wedgekanten 0,0,3. Ja. Es schaut halt immens geil aus, wenn das zusammen ist. Ja. Wenn das da der Aserfläche ist. Ja. Wild, wie ein Schneeflocken, gell? Ja, muss man da wieder sagen, der Buffalo gespart mit einem alten Grädlerkopf. Liebe Leute, wir haben euch heute gezeigt, was für Material wir da verbauen. Wir sehen uns das nächste Mal mit Samthandschuhen, wenn es ans Zusammenbauen geht von den zwei Motoren. Und ja, lieber. Wir sehen uns dann im OB, ne? Identes Material, aber ich werde trotzdem gewinnen. Glaubst du? Wir brauchen auf einer Teststrecke vorhin schon mal ein kleines Hatzel. Wie schaut's aus? Bettel. Und bei einer 46, hast du den Mund dazu? Na sicher. Sicher. Okay, und Wetteinsätze? So, also habt ihr Wetteinsätze ermittelt? Wir haben jetzt eine Viertelstunde gewartet. Ja, es ist von Millionenbeträgen auf und abwärts gegangen. Wir haben es jetzt gar nicht gedacht. Der Verlierer kriegt vom Gewinner die Haare geschnitten. Okay, und wie wird das ermittelt? Wir müssen da jetzt alles festlegen, genau. Wird das ein Großrennen? Klassisch, ein Mofa Wars Challenge machen. Ja. Das heißt, da geht es um Renner, Baustarten, Fahren, Dosen aufsammeln. Schicklichkeit, Dosen aufsammeln. Okay. Und auch natürlich um die Beschleunigung. So, das heißt, was sind eure Vorsätze noch? Was sind eure Vorsätze noch für die Rennsaison Austrian Buch Maxi Racing Division? Wie schaut's aus? Meine Ziele sind erstmaliger Buch Maxi Division Champion. Okay. Und wann 46? Du heuer wieder in der Hobbyclass Back, habe ich gehört. Ja, das ist auf jeden Fall. Ja, in der Hobbyclass Back und schauen, dass ich wieder Dribble einfahre in den nächsten 3 Jahren. Okay, ja. Das heißt, wir haben heuer 3 Rennentage, erklär das kurz vielleicht noch schnell. Hill Hell Climb, wir fahren auf, von unten weg, wenn Maxi Wehr schneller oben ist, mit der Challenge 2 gegen 2. Das ist wie das erste, da gibt es schon mal ein paar Punkte zum Holen. Ja. Als zweites geht die Reise in die Steiermark. Ja. Da unten wieder auf einer Kuralm, glaube ich, so auf die Art. Ja. Rennen veranstaltet durch die Kurvladen links und rechts. Genau. Das ist schon mal der Anfang von den richtigen Großrennen. Und vollendet wird das dritte auf der Range, ja, wo dann der Sieger von Cup geehrt wird. Genau. Also Dax Factory will die Champion Class gewinnen, wir haben 46 die Hobby Class. Da bleibt für die anderen nichts mehr über und ich würde sagen, wir sehen uns in Folge 2, oder? Auf jeden Fall. Ja, ich stehe jetzt an der weißen Handschuhe.